Willkommen zurück zu Lego Star Wars Reise Clone Wars. Jetzt kommt die Kopfgeldjäger-Mission dran. Und hier kommen jetzt diese Level, von denen ich euch einmal gesagt habe, dass wir hier weniger Goldsteine haben. Das liegt daran, dass ich das hier schon etwas früher aufgenommen habe als die anderen Level. Und dann ist mir aufgefallen, dass wieder ein Charakter fehlte. Und dieser Strangor jetzt gerade reingekommen und jetzt immer noch schwarz. Egal. Und wir kommen trotzdem in die Slave One. Geil. Jo, rein da. Und da fehlt uns ein Charakter. R2D2. Mission 1, R2D2. Und ich werde hier die Titel jetzt nicht durchlaufen lassen. Weil hier ist es einfach auch nervig. So, man kann auch wechseln hier, indem man einfach auf Leertaste drückt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Mission. Aber früher habe ich immer nicht gemerkt, dass ich wechseln kann. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie komme ich denn hinter dieser Wand? Liegestühle, ist auch schön. Hier kommt im freien Spiel dann auch ein Minikett hin. Da stehen also Ruinen, die man töten muss. Die angeln so ein bisschen lustig. So, ein bisschen abgeschlossen. Und jetzt haben wir noch 33 Bäumesteine. Da hatten wir vorher so viel und jetzt so wenig. Es werden bald mehr werden, wenn ich dann die annehmen. Und wenn Yoda da übrigens unten ist, das heißt, dass es gespeichert wird. Und was macht der Klon da? So, und ich beende auch diesen Part an der Stelle. Und sage, möge die Macht mit euch sein. Wir bekommen sogar Jan und Blut Schnellfeuer. Möge die Macht mit euch sein. Servus.